Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Zweiter Teil, Fotomus Kaffeepause. Heute geht es um Kompaktkamera gegen Smartphone. Für mich ein aktuelles Thema, weil ich die LX15 habe und es seit ich das iPhone 10 habe, eigentlich relativ selten nur noch verwende. Also nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Ja, das soll so ein bisschen entspanntes Video sein, einfach über das Thema. Ich war heute noch mal ein bisschen unterwegs, paar Bilder einfach mal zum Vergleich machen, die blende ich so nebenher ein. Und was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass ich die letzten Jahre oder beziehungsweise seit ich das iPhone 10 Ende 2017 ungefähr gekauft habe, da habe ich die LX15 eigentlich nur noch sehr, sehr selten verwendet, obwohl es eigentlich eine super Kompaktkamera ist. Ich habe auch ein Review dazu gemacht und bin auch immer noch davon überzeugt. Und es ist eine 1 Zoll Kompaktkamera, also eigentlich eine der besseren. Ja, und was soll man sagen? Ich muss sagen, die Bildqualität von der Kompaktkamera ist definitiv noch besser als das, was aus dem iPhone kommt. Ich habe die ganzen Bilder, die ich nebenher zeige, immer auf komplett Auto gemacht. Also intelligente Automatik oder wie das heißt, bei der LX15 und beim iPhone einfach auf Kamera und zack, da habe ich höchstens umgeschaltet auf diesen Porträtmodus. Sieht man auch jetzt ein Porträt von meiner Freundin oder mehrere mit diesem Porträtmodus vom iPhone, wo er eben auch den Hintergrund ein bisschen unscharf macht. Und das ist doch relativ vergleichbar, nur wenn man dann ein bisschen näher ranguckt, dann sieht man ganz schnell, dass der Porträtmodus schon auch noch seine Schwächen hat, denn gerade beim Thema Haare, da schneidet er gern mal das ab und tut es mit dem Hintergrund verschwimmen lassen. Und so einzelne feine Härchen, die sieht man bei der LX15 natürlich noch sehr, sehr schön. Das heißt, sobald man mal ein bisschen näher guckt, sieht das Ganze nicht mehr ganz so gut aus. Aber man muss auch immer bedenken, für was nutzt man es? Also wenn ich jetzt einfach mal so ein paar Urlaubsbilder durchklicke sozusagen oder auf dem Fernseher anschaue, dann merke ich das gar nicht. Ja? Ich bearbeite diese Bilder in der Regel nicht. Das sind reine Erinnerungsbilder, die ich damit schieße. Und somit erreicht mir die Qualität von den iPhone-Bildern. Und die ist wirklich erstaunlich gut mittlerweile, muss ich sagen. Sobald es aber so ein bisschen über das Knipsen hinausgeht, also wenn man auch mal ein bisschen zoomen will oder so, dann hat die Kompaktkamera natürlich einen riesen Vorteil. Auch die mit einem kleineren Sensor, also dieser 1/2 Zoll Sensor, die haben ja dann meistens einen sehr, sehr langen Zoom-Bereich bis 200 mm oder so, oder ist ja teilweise sogar noch mehr. Und das ist natürlich, da kann das iPhone überhaupt nicht mithalten. Selbst wenn man jetzt vergleicht, das iPhone hat ja so 2 Kameras und wenn man da die zweite Kamera nimmt mit um die 50, 55 mm Brennweite, selbst da merkt man schon, dass einfach die Qualität nicht ganz so gut ist wie bei der Kompaktkamera. Aber auch hier wieder, wie gesagt, fürs schnelle Betrachten oder Teilen im Internet und so weiter ist natürlich das iPhone-Bild doch definitiv mittlerweile ausreichend gut. Und wer weiß, was so in der nächsten Zeit kommt. Das iPhone XS soll ja noch ein bisschen besser sein, kenne ich nicht, aber ist jetzt nicht so ein Riesensprung. Dann gibt es das Huawei P20 Pro, das noch super Nachtbilder schießen kann und. Also die werden immer besser. Und ich vermute wirklich, dass dieses Kompaktkamera-Segment zumindest zu einem großen Teil von den Smartphones verdrängt werden könnte. Beziehungsweise das passiert auch gerade schon, also dass sie verdrängt werden. Man sieht ja, dass Kompaktkameras immer mehr Richtung Premium-Modelle gehen und hochpreisige Modelle und eben ja da noch Marge abschöpfen wollen, bevor der Markt so mehr oder weniger ganz verschwindet dann. Kurzen Videovergleich habe ich auch gemacht und das sieht man sehr, sehr gut, finde ich, dass die LX15 da eher schon im Nachteil ist. Gerade so, also jetzt diese Vlog-Style-Video. Mikrofonmäßig sind beide nicht so toll, klar, weil es windet. Da braucht man einfach einen Windschutz dann, so einen Fellwindschutz. Kann man sich irgendwie draufbeppen bei der LX15. Beim iPhone natürlich nicht, weil man dann die Kameras verdeckt. Und ich würde sagen, wenn es aber windstill ist, ist die Audioqualität von beiden vergleichbar. Also es ist komplett unbearbeitet, das Ganze. Aber schau es dir einfach mal selber an. Kurzer Vlog-Test, 1080p, 30 Bilder pro Sekunde. Mit der LX15, Stabilisator ist an, leicht windig, kommen immer wieder so ein bisschen Böen, also auch interessant, wie das Mikrofon ist. Ich denke mal, da wird es ganz schön rauschen jetzt. Ja, und auch der Autofokus weiß ich schon, dass der gerne mal hin und her pumpt.
Ja, und ansonsten alles natürlich auf Automatik. Das Schöne ist, ich kann mich jetzt selber sehen, wenn ich jetzt mit dem iPhone oder was auch immer filme, und zwar mit der Hauptkamera, dann sehe ich mich natürlich nicht. Da muss ich mit der Selfie-Kamera filmen und die ist nicht ganz so gut. Aber jetzt geht's ab zum iPhone. So, jetzt mit dem iPhone wieder leicht windig, aber ein bisschen weniger. Das iPhone hat aber genau das gleiche Problem mit dem Wind, habe ich jetzt festgestellt. Ich habe es gerade nochmal getestet. Ist auch nicht viel besser. Und ich muss das iPhone auch sehr weit von mir weghalten, so wie auch die Helix 15, weil die beide natürlich jetzt keinen super Weitwinkel haben. Ansonsten, die Stabilisierung ist, glaube ich, beim iPhone ein bisschen besser, aber das wird sich dann gleich zeigen, wie es aussieht. Ja, Bildqualität ist vom iPhone sehr, sehr gut, finde ich. Autofokus tut auch so ein bisschen hin und her pumpen, genauso wie beim LX 15. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Wind, das heißt, jetzt müssen wir es eigentlich ganz gut am Mikrofon hören. Ja, und ich sehe mich jetzt logischerweise nicht, weil eben hier das iPhone keinen Bildschirm auf der Rückseite hat, logisch, und kann auch nicht ausklappen. Und ich jetzt eben mit der hinteren Kamera filme, also mit der Hauptkamera und nicht mit der Selfie-Kamera, weil die einfach von der Qualität her schlechter ist. Ja, und in manchen Situationen, gerade so im Extrem, wenn es jetzt um Nachtfotos geht oder auch in die Sonne, das sieht man jetzt ganz gut, das iPhone hat einen ganz seltsamen Ring um die Sonne gemacht, sieht überhaupt nicht schön aus, der Himmel sieht man eigentlich besser als bei der LX 15, weil es eine Art Auto-HDR ja macht und die LX 15 nicht. Aber trotzdem gefällt mir dann auch das Bild von der LX 15 besser, gerade einfach, weil nicht so ein abgefahrener Regen oder was auch immer das ist, um die Sonne da erscheint. Abschließend muss ich aber sagen, die LX 15 nutze ich so gut wie gar nicht mehr. Und das hat einfach den Grund, wenn ich schon weiß, ich will ernsthaft Fotos machen, dann nehme ich sowieso meine Micro Four Thirds Ausrüstung mit und nicht die LX 15. Wenn ich schon weiß, ich will nur vielleicht kurze Mini-Clips drehen, ein paar Erinnerungsfotos schießen, ein kurzes Porträt von meiner Freundin, das ich jetzt auch nicht unbedingt später an die Wand drucken will, sondern einfach auch wieder ein Erinnerungsbild, dann weiß ich, das iPhone reicht mir, ja. Oder ich nehme vielleicht auch das DJI Osmo Pocket mit, was auch sehr, sehr gut ist, wobei das eher in den Videobereich geht. Aber die Qualität, die jetzt möglich ist mit dem Smartphone, reicht mir da. Und deswegen ist eigentlich die LX 15 hier, so sehr ich die mag, bei mir nur noch alle 3, 4, 5 Monate mal im Einsatz. Und das ist eigentlich viel zu schade. Also ich überlege gerade schwer, ob ich sie verkaufe oder ob ich sie eventuell meiner Mutter schenke, weil die kein Smartphone hat und schon länger eine schöne Kompaktkamera haben will. Ja, und solange man nicht viel zoomen will dabei, das ist eigentlich das Thema, wo die noch einen großen Vorteil haben beim Zoomen eben, weil die viel mehr Brennweite haben, die Kompaktkameras, die Smartphones haben nun mal feste Objektive, selbst wenn es da 2, 3 Objektive gibt, aber irgendwann ist eben da auch Schluss und die Qualität von den Objektiven ist natürlich auch nicht so gut wie bei einer Kompaktkamera und somit, ja, wenn es darum geht, dann ist natürlich die Kompaktkamera noch vorne, aber wenn es um reine Erinnerungsbilder geht, Panoramaschießen und so weiter, dann gewinnt für mich das Smartphone mittlerweile einfach, weil es noch leichter mitzunehmen ist. Man hat es definitiv immer dabei. Ich bin eigentlich nie ohne Handy aus dem Haus gegangen in letzter Zeit und ja, die Qualität ist einfach, wie gesagt, sehr, sehr gut. Mich würde interessieren, was du darüber denkst. Hast du eine Kompaktkamera? Nutzt du sie noch? Hast du ein gutes Smartphone? Geht sie ähnlich wie mir, dass du jetzt eigentlich die Kompaktkamera mehr oder weniger daheim verstaubt und du sie immer sehr selten dann nutzt? Dann lass mich gerne wissen in den Kommentaren. Können wir gerne ein bisschen über das Thema diskutieren noch im Anschluss. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao!